Unreal Technology und Pink Video Games Academy. Herzlich willkommen, Leute, zu einem Let's Play. Und dieses Let's Play ist, falls ihr es noch nicht bemerkt habt, so. Herzlich willkommen zu einem Let's Play. Und zwar zu, hier oben links steht Unreal Engine 3, aber es heißt ganz anders. Und zwar Portal Edge, so viel ich mitbekommen habe. Das ist ein Studentenprojekt, eine Abschlussarbeit von Studenten, die studiert haben, wie man Spiele macht. Please choose level. Wir können hier nicht durch, das leuchtet rot. Oh, pixelig. Wir müssen gegen diesen Bildschirm rennen. Tutorial! Level 1 und Level 2. Mehr gibt's nicht, so viel ich weiß. Ja, dann beginnen wir mal das Tutorial. Das ist ein Mini-Projekt. Und die Musik ist übelst geil. Welcome to the Eliza Tutorial Application. Hallo. Tutorial Sequence Initialized. Das ist ein Tutorial, wo ein wahrscheinlich eine spricht, die aus ein Mädchen aus der Akademie anscheinend. Die Spiel ist eine Mischung aus Portal und Mirror's Edge. Von daher, es kann nur geil sein. Also ich spiele mit Tastatur, von daher ist das hier schon mal zum Arsch. Die Musik passt voll zu diesem Spiel, das werdet ihr noch bemerken. Au! Ach nee, ich kann das nicht. Use it well. Danke! Okay, das geht schon besser. Das Spiel macht übelsten Spaß, das merkt man aber erst, wenn man selber spielt. Ha? 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 Das ist eine geile Abschlussarbeit. I congratulate you on how far you have. I'm not gonna help you with this one. Ha! Ups! Au! Gott! Boah. Also das Spiel macht übelst Bock. Boah. Ist leider etwas kurz, aber... Die haben echt gute Arbeit geleistet. Tutorial application completed. Dankeschön. Application reset initialized. Jetzt wollen die mich umbringen. If you want to make it less complicated, stand still. Die wollen mich hier erdrücken, deswegen muss ich vorsichtig sein. Weil man kann nicht sterben. Ha. Hier lang. I shall exterminate you. Gut. Das Tutorial ist jetzt abgeschlossen. Wir können jetzt Level 1 auswählen. You shall not pass. Vertigo. Ha! What makes you think you may survive it? Ich verstehe nicht, was sie sagt. Sie redet so eigenartig. Wow! Gott! Ha! I wonder what it is like. Okay, du bist ein Arschloch. Wow! Just as I expected. Ja, so passiert das hier. You are something Gott, nein! Just as I expected.
Ich finde, das hätte man auch schöner machen können. Ein bisschen brutaler hätte dem Spiel nicht geschadet. Nein, das Spiel laggt wirklich so. Die haben nicht alle Bewegungen richtig animiert. Außer bei diesem Spiel so egal, das Spiel ist geil. Wohin geht's? Wie umständlich! Wie umständlich! Warum machen die einen so einen Riesenraum? Nein! Aber die Musik passt wirklich gut, so wie die das gemacht haben. Die werden eines Tages ein wirklich gutes Spiel herstellen. Sowas würde ich auch gern studieren. Ich hasse euch! Oh. Oh Gott. Boah. Oh Scheiße! Hätten die ein paar mehr Frames hinzugefügt, wäre das Spiel perfekt. Also dieses kleine Mini-Spielchen hier. Ich hoffe mal, die haben eine gute Note bekommen, denn verdient haben sie es meiner Meinung nach. Ha! I know it ain't easy. Oh. Press any keys. Hat die gerade gesagt, press any keys oder so? Das hättet ihr besser machen können. Man kann ja einiges überspringen. Obwohl das nicht mal so schlimm ist, weil ich glaube, das kann man in Mirror's Edge ja auch. Also ich gebe diesem Spiel jetzt schon mindestens die Note 2. Wenn ich denen eine Note geben müsste. Naja, also als Professor müsste ich wahrscheinlich nach noch mehr urteilen, nach den Lichteffekten und so. Aber das haben die schon gut gemacht. Easy. Ich spreche ein bisschen undeutlich! Also ich glaube, das meiste davon ist... das meiste davon ist definitiv aus Mirror's Edge abgegriffen. Das Spiel möchte ich mir auch mal kaufen. Hopp. Ja, so wie du vermutet hast. Ja, nee, du bist gemein. Also, die Stimme haben sie definitiv von dieser GLaDOS abgegriffen. GLaDOS. Also, genug Action hat das Spiel definitiv. Sei nicht so gemein zu mir. Aber das werde ich nicht in HD rendern. Die Grafik ist nicht ultra HD-lastig, glaube ich. Oh Gott! Nee, das Spiel macht Spaß. Ich werde mal gucken, ob ich einen Link dazu finde.